wie absurd, das Streben nach Glück zum Lebensinhalt zu machen. Das sage nicht ich, sondern Arthur Schopenhauer. Die pausenlose Jagd nach dem Glück ist eine moderne Zeitgeistideologie. Sie erzeugt eine glückssüchtige Gesellschaft. Wer ständig dem Glück nachjagt, der bleibt am Ende leer und ausgebrannt, also unglücklich zurück. Demgegenüber wirft der Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann einen nüchternen Blick auf das Streben nach Glück. Mit dem Wissen von 2500 Jahren Philosophiegeschichte über das gute Leben kommt Professor Liessmann zu aktuellen Erkenntnissen, die dem Zeitgeist diametral entgegengesetzt sind. Sie dürfen gespannt sein. Am Mittwoch, dem 23. Juni, ab 19:30 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal.